Bereitet euch auf den Stream vor, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Stream beginnt in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Viel Spaß beim Stream und... Ach so, ich muss noch kurz die Karre wegfahren. Sekunde! Ja, und damit hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Wieso, und es kommt kein... Warum kommt kein Ton? So, ihr hört mich, aber... Ich höre keinen Ton. Moment. Gut, das funktioniert super. Sekunde. Ah. Warum habe ich keinen Ton? So. Moment. Kriegen wir gleich hin.
So, nochmal starten hier. So, jetzt haben wir Ton. Geil. Also, ich habe zumindest Musik. Ich glaube, Musik. Eine YouTube-Aufnahme ging's. Im Stream nur nicht. Hab mir nichts gehört. So, jetzt hallo und herzlich willkommen alle. Einen schönen guten Abend wünsche ich. Ach ja, da sind wir zum Sonntagsstreamchen. So, und schaut ganz gut aus eigentlich. Hoffe ich zumindest. Lass uns mal überraschen, ob alles läuft. Ich bin sehr gespannt. Naja, auf jeden Fall. Sonntag, Streaming-Time. Was machen wir heute? Wir spielen Spider-Man weiter auf jeden Fall, denn ich habe sehr viel Lust auf dieses Spiel. Und mal gucken. Wir haben ja, glaube ich, einen Drittel, glaube ich, haben wir durch. Ich bin mir nicht sicher. Mal schauen, wie weit wir heute kommen, was noch alles da auf uns zukommt während des tollen Spielchens. Und bevor wir jetzt lange das Schnacken hier anfangen und noch hier Ding und Dong und Tralala, fangen wir doch einfach gleich direkt mit Spider-Man an. Nachdem wir ja ein bisschen später heute angefangen haben als sonst üblich. Machen wir einfach dann, legen wir direkt gleich los mit dem Spielchen, dass wir auch sehr viel Zeit zum Spielen haben. So, Moment. So, muss erstmal hier umswitchen. Dann, Twitter Games Klack und dann hier Scenes Game. Mal gucken, das funktioniert nicht vor Game. Nein, auch nicht VR. Hier Elgato. Falscher Knopf. So, da sind wir auch schon. Da ist schon Spider-Man. Geht das hier? Ja, das geht. Geil. So, sind wir auch schon da und lege noch gleich direkt los. Hier, 40% haben abgeschlossen. Das heißt, wir haben tatsächlich ein Drittel des Spiels am Ende uns. Also ein bisschen mehr als ein Drittel. Bin ich mal gespannt, was da noch alles auf uns zukommt hier. Ich liebe ja immer noch den Skin. Bin ich immer noch ein riesen Fan von. Schaut echt sensationell gut aus, muss ich sagen. Bin ich mal sehr gespannt. Irgendwie. Nee. So, weg damit. Blödes Kabel da. Ach ja, schön. Zum Glück lässt mich May bei Feast übernachten. Ja, vielleicht schafft es heute mal zu übernachten. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück, auch in Richtung YouTube, zu Spider-Man von einer neuen Aufnahme. Und ja, in der letzten Aufnahme haben wir so ein bisschen alles, was noch so offen war letztlich, haben wir ja abgefrühstückt. Und es gibt tatsächlich noch einige Sachen, die man sammeln muss, die wohl noch freigeschalten werden. Aber wir haben momentan, Stand jetzt zumindest, nichts mehr offen. Wir haben, was ist das hier eigentlich? Octavius Industries. Wir könnten da tatsächlich mal hin, weil ich habe nämlich eine. So, weil ich habe nämlich was vor. Ist nämlich so, wir können ja da gewisse Sachen noch mal. Oh. Mal wieder wollte ein uniformierter Spider-Fanboy mich trollen, wie die jungen Leute sagen. Er behauptete, Spider-Man tue der Stadt etwas Gutes, indem er Lecks in Wassertürmen stopfe. Ich sage Ihnen mal, warum diese Spinne mit Spatzenhirn auf diesem Wasserturm war, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Weil er das Wasserdrucksystem manipuliert hat. Er wurde zuvor gesehen, wie er an einem Regler war, den nur ausgebildete Arbeiter benutzen dürfen. Wach auf, Amerika! Spider-Man erschafft die Probleme, die er dann löst. Und dann sollen Sie ihn dafür bewundern. Und das Traurige ist, dass das viele auch tun. Zum Glück wissen sie es besser. Dank mir. Ich finde das super. Wie egal, was wir machen, der Joan ist immer gegen uns. Das ist sensationell gut. Das ist, glaube ich, wirklich sein Hobby. Dass er uns hier, sag ich mal, immer für alles die Schuld in die Schuhe schieben will. Finde ich gut. So, warum ich eigentlich jetzt hier hin will, ist eigentlich relativ einfach. Es gibt wieder so, Punkte, wo man diese, na, diese Forschungsdinger da machen kann, also diese Labordinger da, die würde ich gerne mal machen. Und Storage Girl, einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Hello, herzlich willkommen. So, jawohl, erstmal die Haare richten, das ist ganz wichtig.
Ich frage mich immer noch, wo er eigentlich seinen Anzug und seine Klamotten immer verstaut. Hat er die Klamotten einfach da irgendwo rumliegen im Eck oder... Der finde ich mir sehr faszinierend. So, kann ich ja nicht noch erforschen oder geht das nicht mehr? Was ist das? Octavius Industries. Ah, okay, wir haben tatsächlich was. Mikrokabelkalibrierung, okay. Cool. Logik-Controller für die Mikrokabel, die Doc wollte. So. Wir brauchen plus 4. Okay, ich brauche hier auf jeden Fall viel Spannung obendrauf. Zack, dann brauchen wir hier so. Plus 3, okay. Halt. So. Okay, zack. Okay, das haben wir schon mal. Zack und hier zack. So, die Spannung passt nicht. Weil das hier ist falsch. Moment, hier entfernen und du dahin. Nein. So, jetzt haben wir es. Geil. Erfolgreich. Klasse. Viel flexibler als herkömmlich befestigte Achsenmodelle. Ich finde das sehr gut. So, Maschinenlernsubsystem. Okay, was haben wir hier? Einfache KI, die Prothesenfunktionen mit der Zeit verbessert. Willkommen in der Zukunft. Okay, machen wir hier mal negativ 1. Ich weiß nämlich nicht, das muss man mal gucken, ob das reicht. Wir gehen 1 negativ, wir gehen 3 negativ. Nein, das ist falsch hier. So. Dann so. So. Dann das Drehen halt so rum. Klack, klack. Plus 4. Zack. Okay, wir kriegen das. Das geht, glaube ich, auch relativ einfach. Jetzt müssen wir plus... Ah. Okay. Das reicht nicht. Okay, wir müssen hier 2 abziehen. Das heißt, wir brauchen hier das weg. Und das hier dafür hin. So. Jetzt haben wir es. Hervorragend. Haben wir das auch geschafft? Sein winziges Gehirn. Prima. Intrakraniale Schnittstelle ist auch sehr schön. Doc hat sich mit der intrakraniellen Schnittstelle befasst. Was? Okay, so. Da hinten haben wir plus 3. Okay, hier mit minus 2. Okay. Oh, ich brauchte irgendwo einen Splitter dann da hoch, glaube ich, dass ich die Spannung runterkriege. Ich glaube, ich muss noch irgendwie die Spannung runterkriegen. Dann schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall... Man kann es ja zum Glück immer ändern. Ach so, haben wir... Nein, du kommst weg. Dich packen wir dahin, dann dich dahin. So, dann geht das hier da hoch. Okay. Das hier rein. Okay, jetzt brauchen wir hier den Splitter. Den müssen wir so rumdrehen dann, glaube ich. Hä? Check ich nicht. Was war das andere jetzt da hinten mit diesem Punkt? Aber nicht zu 100% stabil. Wir müssen das Design optimieren. Okay. Ich glaube, das mit Stufe 1 und Stufe 2 ist dann, dass das jetzt aufeinander aufbaut dann. Aber die beiden sind noch gesperrt. Dann haben wir das eigentlich soweit. Aber das jetzt fehlt bloß noch das andere. Das Teleskop da hinten fehlt noch. Klack. So, dann können wir es auch noch fertig machen. Oh. Hier haben wir noch ein bisschen mehr vor uns. Aber gut, kein Problem.
Unbekannte Substanz. Zur Biokompatibilität von Kohlenstoff-Nanoröhren. Unbekannte Substanz gefunden. Ich bin gerade verwirrt. Wir brauchen rechts auf jeden Fall einen zusätzlichen. Die beiden hier. So, habe ich gerade nicht gefunden. So, dann brauchen wir die drei hier. Halt, nein. Doch, den hier. Und den hier. Klack. So, und dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Dann wäre es nämlich nur noch der hier. Und der hier. So. Haben wir das. Analysiert, Substanz identifiziert. Recht guter Kandidat für ein Gewebeinterface. Aber das können wir noch besser. Was? Düphenyltetrazoliumbromid. Na klar. Warum auch nicht? Unbekannte Substanz gefunden. Graphen, aber mit einzigartiger Struktur. Was ist das? Der ist es nicht. Doch, der ist es. Hätte ich nicht gedacht, dass es der ist tatsächlich. Ich dachte, das wäre ein anderer gewesen. So, und dann. Nein, der ist es nicht. Du kommst weg, dafür kommst du dahin und du daher. So, jetzt haben wir es. So, Substanz identifiziert, Graphen-Nanogitter. Oh, Wahnsinn! Das ist ein Nanogitter. Wow, das ist stark. Das könnte ein tolles Bauelement für Prothesen werden. Finde ich auch. So, okay, hier haben wir noch 4 Punkte dann. Das heißt, die haben wir dann auch erledigt. So, und mehr gibt es hier, glaube ich, nicht, was wir machen können. Das waren bloß diese 2 Stationen hier, glaube ich. Aber damit hätten wir das tatsächlich. Also haben wir alles jetzt soweit mal fertig gemacht, was wir hier fertig machen können. Finde ich gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal mit der Hauptquest weiter. So. Netzbomben sind sehr gut zur Kontrolle von großen Gegner... Was? Sind sehr gut zur Kontrolle von großen Gegnergruppen geeignet. Das finde ich auch. Bin ich ein Riesenfan von. So. Ja, meine Spider-Man-Fanfiction ist fast fertig. Juhu. Neue Stufe. Wieso bin ich denn jetzt aufgestiegen? 10% erhöhter Nahkampfschaden. Ein Fertigkeitpunkt. Hat sonst noch jemand gehört, dass Spider-Man tatsächlich Smogwolken sucht, um sich hindurchzuschwingen? Verhält sich so ein geistig gesunder Mensch? Ich sag Ihnen mal, was da meiner Meinung nach vor sich geht. In meiner Kindheit hatten wir Probleme mit Jugendlichen, die Kleber schnüffelten, um Hai zu werden. Angesichts von Spider-Mans amoralischem Charakter gehe ich davon aus, dass wir hier dasselbe Prinzip haben. Aber so etwas schadet auch dem Gehirn, was auch einiges über Spider-Man erklärt. Er schwingt sich im Smograusch durch die Stadt. Klar, warum auch nicht? Warum auch nicht Kleberschnüffeln mit Smogschnüffeln vergleichen? Warum auch nicht? Was war das denn jetzt? Das war lustig gerade, das Schwingen. Das lief nicht so, wie eigentlich geplant. So. Oh, ist das alles für mich? Oh. Okay, fam.
Aua! Nein! Oh, das war knapp. So, komm her und... Autschibautz. Hallo? Hallo? Ach, komm! So, kann ich dich mal wieder platt machen? Dankeschön. Ich hasse Raketenwerfer. Oh, oh. Hallo? So, kann ich das Schild eigentlich wegnehmen? Ja. Das geht. So, geil. Wo ist der hin? Ach, da unten. Komm her. Lebt da noch einer? Das nenne ich mal Training. So. Zwingen 10 Schwungstritte. Schwungtritte. So, wo ist das Ziel? Da ist die Quest. So. Muss ich erstmal suchen, wo es hier lang geht. So, jetzt können wir endlich mal schlafen. Jetzt kommt er doch endlich mal zum Schlafen. So, da liegt der Rucksack. Geil. Dann trinke ich mal eben ein Schlückchen und dann geht's beide mal in pennen. Zeit wird's. Welcome to Feast. Ich glaube, dass ich seit Fisks Festnahme nicht geschlafen habe. Ich muss besser auf mich achten. Ja, aber dafür haben wir jetzt dann deine Rucksäcke eingesammelt. Wir haben die Katzen von der Katzenlady eingesammelt. Was haben wir noch gemacht? Die Fisk-Baustellen haben wir gemacht. Also wir haben doch einiges geschafft, Spidey. Mal ein bisschen lockerer werden hier. Wo ist jetzt eigentlich hin? Ich muss irgendwie da hoch. Wie komme ich da wieder hoch? Ach, hier. Ist auch toll, muss man durchs halbe Gebäude durchlaufen, bis man dann da ist. Ist auch sehr schön. Couchsurfing. La, 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 la. So, wir haben hier schon mit allen geredet. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwie sich was ändert zwischendrin, aber... Was machst du so spät hier? Oh, ich habe ein paar Probleme mit meiner Wohnung. Du sitzt auf der Straße. Das sieht man dir an. Da bist du genau richtig hier. Musst dich nicht schämen. Ich weiß, aber ich will doch den Bedürftigen nichts wegnehmen. Aber weißt du was? Jetzt bist du bedürftig. Auch wieder wahr. Danke, Gloria. Hm. Gut. Sehr aufheiternd hier alles. So. Hoffentlich ist Mays Couch bequem. Naja, sieht nicht so aus, aber gut. Was soll's? Was haben wir hier? Ach, das haben wir, glaube ich, schon, ne? Hallo? Achso, hier. Vermisse dich. Okay. Jo, dann haben wir das alles. Das haben wir alles schon gemacht. Das heißt, dann pennen wir mal ein Ründchen. Das kann ich nicht annehmen. Du kannst und du wirst. Ich zahl's zurück. Sehr bald. Sag nächstes Mal nur früher was. Oh, du bist genau wie Ben. Schluck diesen Parker-Stolz herunter und akzeptiere, dass du ein Mensch bist. Genauso wie wir alle. Martin. Ich wollte nicht stören.
Ich werde für eine Weile nicht in der Stadt sein. Du hast dann hier das Sagen. Du kannst auf mich zählen. Wie lange wirst du weg sein? Ich weiß es noch nicht. Ist alles in Ordnung? Es ist was Persönliches. Ich plane das schon länger. Aber kümmert euch bitte ums Asyl. Es steht für meine beste Seite. Der führt was im Schilde. Ich sollte wohl mal was tun. Ach, die Tante May. Hoffentlich geht's Mr. Lee gut. Ist schon eine gute, die Tante May. Kann ich mit dir reden? Wir probieren's mal. Offensichtlich. Kannst du das Geld wirklich erübrigen? Aber ja, die Arbeit hier lässt mir gar keine Zeit, das auszugeben. Das ist schon in Ordnung. Okay. Ich mag die Tante May. So, können wir uns ein bisschen Kaffee trinken hier? Das wäre super. Weißt du, das Geld nimmt dort den Kaffee, den heißen Kaffee, der frisch gemacht ist. Es ist ein Unding, heißen Kaffee stehen zu lassen. Das ist ein absolutes Unding. Das kann ich nicht gutheißen. Hallo? Hey, hast du meine Story gelesen? Ja. Robbie muss ziemlich glücklich sein. Ja, das ging schnell rund. Und stell dir vor, Bürgermeister Osborne möchte Officer Davis heute Nachmittag eine Medaille verleihen. Wow. Halt. Ist heute nicht Osborns Wahlkampfveranstaltung? Oh, jetzt weiß ich, was er vorhat. Ja, wie wir alle. Aber trotzdem eine coole Sache für Officer Davis und seine Familie. Ich werde darüber berichten. Kommst du mit? Ja, natürlich. Bis dann. Sehr gut. So, verlass das Asyl übrigens. Ich hätte einfach hochgehen können, die Treppe. Ich hätte einfach hochlaufen können, dann ins Büro rein. Ich habe nicht gesehen, dass da eine Treppe ist. Ah ja, haben wir noch ein bisschen Spaziergang gemacht abends. Ist doch auch schön. So. Wir gehen durch die Vordertür übrigens raus und sind wahrscheinlich gleich wie der Spider-Man, der oben auf dem Dach steht. Richtig? Richtig? Ja, weil wir wir sind irgendwie da hochgekommen auf das Dach. Frag mich bitte nicht wie. Sehr cool. Couchsurfing abgeschlossen. Yay! Es ist so peinlich, von May Geld anzunehmen. Ich sollte der Stadt helfen, um das irgendwie auszugleichen. Erkunde die Stadt, um deine Ausrüstung und Fähigkeiten zu verbessern. Ja, wir haben ehrlich gesagt nichts mehr zu tun gerade, außer vielleicht Verbrecher fertig machen. Oh, Nebenmission freigeschaltet. Oh, Hilfe für Howard. Hey. Hallo? Hallo? Howard, lang nicht gesehen. Wie geht's Pidgey? Nicht so gut heute. Vermisst seine Verwandten. Es war für uns beide ein bisschen hektisch. Unser Zuhause wurde zum Gewerbegebiet umgewandelt und wir mussten erst mal ins Feast ziehen. Tut mir leid. Vermieter aus New York können so herzlos sein. Als sie mich rausgeworfen haben, haben sie meine ganzen Vögel freigelassen. Pidgey ist der Einzige, der mich gefunden hat. Ich habe die anderen wirklich überall gesucht, aber mit meinem kranken Bein... Weißt du was? Ich dreh mal eine Runde. Wie wär's, wenn ich nach ihnen Ausschau halte? Fang in der ganzen Stadt Tauben für Howard. Okay. Und schon haben wir wieder was zu tun. Das würdest du tun? Oh, danke. Ruf mich bitte an, wenn du erfolgreich bist. Kriegen wir hin. So, wetten wir lassen MJ übrigens wieder sitzen. Wie eigentlich jedes Mal. Alle Einheiten, maskierte Terroristen eröffnen das Feuer. Officer in Upper Chinatown benötigt. So. Stimmt, diese Verbrecherdinge müssen wir auch noch machen. Hey Jeff! Glückwunsch zur Zeremonie heute! Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ein Laster voller Dämonen ängstigt mich weniger als eine Rede. Aber ich rufe irgendwas anderes an. Was gibt's? Die Dämonen sollen zur festen Baustelle im Stadtzentrum unterwegs sein. Meine Frau bringt mich um, wenn ich die Vorbereitungen für die Zeremonie verpasse, um Räuber und Verdammt zu spielen. Aber vielleicht hat mein Partner ja Zeit. Verstanden! Ich schau vorbei und sag Bescheid, was ich herausfinde. Und hey! Noch ein Tipp für die Rede! Einfach alle in Unterwäsche vorstellen. Bis auf Osborne. Ach, nur ein Scherz.
Das ist übrigens toll, dass der, während wir gerade kämpfen, dass der noch Zeit hat, einfach ein Telefonat zu führen. Ich finde das toll. Aua! So, Lazy Frosch, einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Hello! Und schönen Sonntag. Noch eine Nachricht von Doc. Peter, ich will es nicht beschreien, aber die Spur, die ich verfolge, könnte das Projekt nicht nur retten, sondern auch auf Wege führen, die du uns nicht geträumt hättest. Alles passiert aus einem Grund. Sogar Normans Versuch, uns auszuheben. Hoffentlich klappt das. Docs Arbeit ist zu wichtig, um unvollendet zu bleiben. Ich hasse es. Geh weg! Hallo, wieso? Achso, jetzt ja. Geil. Haben wir das auch erledigt. Sehr schön. Das war verrückt. Aber er liebte New York. Aber die Dämonen. Die wollen anscheinend nur die Stadt zerstören. Jo. Aber nicht so lange wir natürlich da sind. Richtig böse. Da ist eine Taube. Oh, komm zurück, Vögelchen. Wie fange ich dir jetzt ein? Wie schön, mein Können sinnvoll einzusetzen. Wie fange ich die? Ach so. Was? Oh Gott, ich muss das mit den Dingen. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Ich wusste nicht, welche Taste ich drücken muss. So. Hab ich. Oh Gott, das wird schwierig. Gut, kriegen wir aber hin. So. Hey Howard, hab einen Verwandten von Pidgey gefunden. Graue Flecken, hat gerade was auf meinem Anzug hinterlassen. Clarence, er ist ein kleiner Teufel, aber charmant. Gib ihm einen Klaps auf den Kopf und setz ihn in Richtung Feast. Er findet den Weg. Kein Problem, das mache ich bei allen anderen auch. Okay, was? Einen kleinen Klaps auf den Kopf geben und dann zurück, was? Ist eine Taube. Sie fliegt weg. Ja, falsche Richtung. Nicht heim, Süße. So, schön. Der Taubenjäger. Aber das, dann haben wir hier noch eine Taube. So, machen wir alles mal. So, Erdako, einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Alt, falsche Richtung. Herzlich willkommen. So, einen schönen... Alt. Wir behalten uns vor, die Bedienung zu verweigern und jegliche kriminelle K.O. zu schlagen. Wie auf dem Schild vermerkt. So. Das finde ich nicht gut. Weiterhin nicht. So, komm her. Und pam. Ach, das sind auch noch welche. So. Zeit für Rock'n'Roll. Was soll denn das hier? Ich finde es unfair, dass sie mit Maschinengewehren auf mich losgeht und ich bloß Fäuste habe und meine Spinnennetze. Das finde ich nicht gut. Also, wie kommt ihr denn hoch? Irgendwie hat er sich da hoch. Entweder habe ich da hochgeworfen oder hat sich hochgeglitscht. Ich bin mir nicht sicher. Pam!
Ich dachte, nach Fisk werden die Verbrechen weniger. Wohl zu optimistisch. Geringfügig. Thank you. Wenn ich ein Cop wäre, ich würde mich lieben. Ja klar. Warum auch nicht? Wir machen ganz Haufen Verbrechensbekämpfung hier. Von daher ist das gar nicht mehr so schlecht. So. Anzugskraft bereit. Hervorragend. Da ist eine Taube. Komm schon. Die ist schnell. Es ist meine Verantwortung, die Taube zu fangen. Ach, wie mache ich was vor? Wow, das Taubenfangen ist echt anstrengend. Hab dich. So. So, haben wir das. So, wo sind sie? Das war's schon. Die Dämonen haben es auf mich abgesehen, Sache ist mies. Das war's schon. Das ging relativ fix, muss ich sagen. Ich glaube, das lag aber in dieser Rock'n'Roll-Einlage, die ich gemacht habe. Die hilft ja schon ein bisschen. Weil die unfassbar viel Damage macht. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die mehr Schaden macht als diese andere Attacke. Oder ob die. Taube. Und die Jagd beginnt. Put, 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 put. Hab ich dich. So. Haben wir die auch. Es fehlen noch... Ach du Schande. Es fehlen noch so viele Tauben. So, wo ist die andere da hinten? Anzugskraft bereit. Hervorragend. Spider-Man. Es fühlt sich. Gerade kam Rosa zu ihren Brüdern und Schwestern. Ich helfe gern. Du kennst die Kleinen ja ganz schön gut, was? Das bleibt nicht aus. Sandra kannte sie immer am besten. Sandra? Oh, meine Frau. Sag Sandra, dass sie schöne Vögel hat. Oh ja, natürlich, Spider-Man. Danke nochmal. Und bitte, such weiter. Bin doch schon dabei. Die nächste Taube haben wir auch gleich. Eine Taube von Howard. Nicht wegfliegen, bitte! Wo ist sie denn? Ach, da hinten. Hoffentlich sieht mich niemand. Okay, das Taubensammeln macht echt Spaß, muss ich sagen, auch wenn es echt mega schwer ist. Oder was heißt schwer? Es ist halt, man muss halt gucken, dass man durch diese ganzen... Dass man den ansatzweise irgendwie... einigermaßen gut folgt. Und das ist gar nicht mal so einfach. Gerade wenn ich durch diese komischen Gebäude dann mal durchfliegen. Boah, Alter. Habe ich dich. Aber es macht voll Spaß. Ups. So. Hat doch was, wie wir hier so ganz entspannt durch die Gegend gleiten. Und uns zum Glück gar nichts tun. Das finde ich super. Ich möchte wissen, was der Jane dazu sagt. Der Jonah dazu sagt. Taube. Bleib hier, ich tu dir nichts. Ach, das ist übrigens toll.
Du musst die erstmal eine Zeit lang jagen, weil du kannst nicht direkt sofort zuschlagen. Das geht nicht. Das heißt, du musst die eine Zeit lang jagen, wie sie fliegt. Sonst kriegst du sie nicht. Das finde ich ja toll. Das ist ein bisschen unfair. Na komm. Put, 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 put. Nein, das wollte ich nicht. Hab ich nicht. So. Dass der übrigens die Tauben nicht killt, während er die dann einsammelt mit seinen Netzen, das grenzt eigentlich auch förmlich an Wunde, muss ich sagen. Und normalerweise, wenn du einen Vogel dann so ja, einfängst und so weiter, dass der die dann durch die Fliehkraft und alles nicht gleich hier noch wegmassakriert, das ist wirklich Respekt. Entweder sehr viel Gefühl, sehr viel Glück oder die Tauben sind sehr robust. Achtung, Einheiten. Da läuft gerade ein Einbruch. Bitte nach Columbia. Over here. Okay, oder? Sieht gut aus, Spidey. Hä? Wo denn? Okay, Schluss mit der Freakshow. Bis dann, Spider-Man. Aufbrechen haben sie erledigt. Eindringen werde ich verhindern. Ich hab gesagt, dass ich voll auf. Der Tag wird immer interessanter. Feuer! Super. Kommt hier rüber. Sterben. Das wäre super. Indem ich einfach gut bin. Ich weiß, das kennt ihr nicht, das Wort gut, aber... So. Da ist noch welche. Zack. Seht's mal so. Wenn ich euch nicht gestoppt hätte... Wärt ihr noch viel länger im Knast. Ob auch immer das stimmt, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall. Warum auch nicht? So. Was geht auf Fisks Baustelle vor sich? Ich muss dran denken, mir das anzusehen. Jo. Howards Taube. Ah, Mist, ich muss sie kriegen. Die Taube kennt sich in der Stadt besser aus als ich. Ach so, ja, hat wohl bessere Instinkte, hä? Und ist ganz schön flink. Bring dich heim, Süße. So, hab ich sie. Geil. Dann hier oben noch, zack. Genau, hier drüben. Ich hab keine Zeit. So, klack, eingesammelt. Oscorp Industries, schön. Zack. Ist schon Oscorp Industries, ne? Also Oscorp, ja, aber ob das Industries ist, weiß ich gar nicht. Aber ist ja auch wurscht. Verfügbare Fertigkeitspunkte, ja, die müsste ich mal ausgeben tatsächlich. Wobei ich die, glaube ich, für irgendwas sparen wollte. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, ich wollte die für irgendwas sparen. So, Wandläufe. 10.000 von 25.000. Schön. Ach, eine Taube. Komm schon. Die ist schnell. Das stimmt. So, Anzug. Nee, Fokusleiste ist voll geil. Aha. Das hat semi-gut funktioniert. Ja. Nein, das wollte ich nicht. Falscher Knopf. Hier. Okay. So. Haben wir das?
Ach, das sind auch zwei Tauben. Ach so, okay. Gut, dann machen wir jetzt die hier. Zack. Machen wir das hier noch. Oh, Spider-Man, du bist klasse. Vanessa ist auch angekommen. Ich liebe die Namen. Freut sich Sandra, dass sie wieder da sind? Tja, sie ist leider nicht mehr unter uns. Krebs, weißt du. Howard, das tut mir so leid. Oh, schon okay. Man soll leben, nicht Trübsal blasen. Das hat sie nach der Diagnose gesagt. Ab und zu muss ich mir das ins Gedächtnis rufen. Kannst du weitersuchen? Diese Vögel zu finden bedeutet mir wirklich viel. Danke, Spider-Man. Kriegen wir hin. Nein. Mann, sind die flink, diese Vögel. Nein, schon wieder der falsche Knopf gedrückt. Ich drücke dann immer die Sticks aus Versehen nach unten. Das will ich gar nicht, aber das passiert einfach in dem Moment. Toll. Kommst du jetzt hier, du blöde Vogel? Du blöder Vogel, komm jetzt her. Hab ich dich. So, was ist das hier? Internetberühmtheit, die Mission. Okay. 1080 braucht sofort Verstärkung bei Verfolgungsjagd. Verfügbare Officer zum Garvey Park. Ich muss das Auto stoppen. Verschwinden! Ist nur eine kleine Vergnügungsfahrt. Sie gefährden das Leben Unschuldiger. Keine Gewalt anwenden. So. So. Junger Mann, ich halte den Wagen jetzt an. Okay. Das ist wirklich dreist. Komm her. So, raus mit dir, zack. So. Und du auch raus, zack. Okay, Gott sei Dank. So. Noch mehr? Für Verbrecher haben die wirklich viele soziale Kontakte. So, kann ich den eigentlich? Okay, das geht. Ich wusste gar nicht, dass ich die, wow, dass ich die Großen, dass ich die, oh, das lief nicht so gut. Ist übrigens toll, weißt du, da steht er in den Menschen drin und es passiert denen nichts. Natürlich, ist klar. Wie hab ich das denn jetzt gemacht? Boom. Endstation. Bringe das Auto sicher zum Stehen. Halte das Auto ohne Schaden an. Hat gut funktioniert. So. Aber gut. Wahnsinn! Du bist da! So, Internetberühmtheit, Nebenmission. Okay. Was gibt's denn hier Schönes? Was war das denn jetzt? Dann machst du es also? Die Screwball-Challenge? Was für ein Ding? Ich weiß nicht, was das ist. Niemand weiß das. Das ist ja das Tolle. Mach ein Foto von dem Code an der Wand und es geht los. Ganz einfach. Es ist für die Bedürftigen. Tja, in dem Fall.
Hab's. So. Du hast die Herausforderung angenommen. Willkommen bei meinem Stream. Ach, BTW. Jetzt, da du an Bord bist, steigen die Zuschauerzahlen wie verrückt. Und so funktioniert's. Der Matrix-Barcode, den du geknüpft hast, sendet dir die GPS-Koordinaten eines weiteren Codes in der Gegend. Hört sich alles recht zeitintensiv an. Sorry, aber ich muss Leuten helfen. Oh, lustig, dass du das sagst. Denn das hier hilft den Bedürftigen. Ganz besonders einer. Der letzte Matrix-Barcode verriet dir den Standort eines... Jetzt kommt's... Entführungsopfers. Was? Ich weiß. Erhöhter Einsatz und all das. Ist sie nicht telegen? Gefangen. Hilflos. Wird sie verhungern? Ersticken? Was? Zeit ist knapp. Das Internet fliegt zu. Was? Das ist echt übel. Sie ist irre. Aber ich muss mitspielen. Der nächste Matrix-Barcode. Der wird nicht so einfach werden. Was gibt's? Oh Gott, das ist ja fies. Okay, ich muss hier das Gebäude hoch. Okay. Oh, das ist ja fies. Schlechter Winkel am Arsch. Hab's. Ach Mist. Gruß geht raus an meine Fans, die gerade neu im Stream sind. Und IRL weiß Baldi. Yeah, super. Sind jetzt alle durchgeknallt? Während dieser Action-Szene lese ich euch ein paar Zeilen meiner Fans vor. Sag forever, sag. Liebe dich, Screwball. Dein Stream hat mich im Knast motiviert. Oh, Cassie Dead sagt, Roppel, wie du J. Jonah Jameson die Tonne verpasst hast. Roppel, Fancy Man, absolut. Tja. Schade, Jungs. Ihr müsst zurück zur Cinnamon Challenge. Tut mir leid, Spidey. Kann nichts dagegen tun, wenn meine Fans so eifrig sind. Diese Leidenschaft. Hashtag gesegnet. Hast du gerade laut Hashtag gesagt? Das ist echt fast so schlimm wie die Entführung. Über den Code solltest du die Koordinaten für den nächsten Ort bekommen haben. Beeil dich! Unsere Freundin ist allein und traurig. Hashtag Spidey Action. Oh Gott. Wo ist der Barcode jetzt? Ah, was? Was? Okay. Ich sehe den einen Teil des Barcodes, aber wo ist der? Jeremy, einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Hello. Ich muss durch. Ah, check. Ich verstehe, der Barcode ist hier drauf. Da ist der andere Code. Auf zwei Gebäude aufgeteilt. Das wird knifflig. Gut, ja. Hätte ich eher drauf kommen müssen, aber ja.
Okay, das heißt, ich muss ihn von da fotografieren. Okay, gut. Ich frage übrigens, ne, wer den Barcode dann hier anbringt. So, jetzt muss ich ein bisschen gucken. So, und jetzt muss ich weiter runter. Ich glaube, das könnte so gehen, oder? Hab's! Geil! Das ist jetzt total inoffiziell. Aber offenbar wollen dir ein paar meiner Fans ein kleines Care-Paket bringen. Sie sagen, dass du voll Bombe bist. Schnapp sie dir schnell! Die sind alle komplett irre. Wow! Und meine Mentions heben ebenfalls ab. Toller Job für ein einfaches Fotomann. Jetzt solltest du die Koordinaten zu unserem Opfer haben. Rette sie, bevor unseren Fans langweilig wird. Im Entertainment heißt Langeweile tot. Ist nicht weit weg von hier. Ich muss schnell sein. Die ist ja komplett irre. Können wir die bitte gleich mal einbuchten? Das wäre super. Das wäre sensationell. Einfach gleich in die geschlossene Anstalt bringen. Und am besten irgendwo festbinden. Überall Kameras. Hier ist es. Kannst du mich hören? Moment, ich reiße die Tür ein. Das ist doch die Dingens hier. Oh mein Gott. Spider-Man, oh mein Gott. Ich bin dir so dankbar. Für die Abermillionen Klicks gerade. Screwball. Schon krass, oder? Du solltest den Blick sehen in deinen gruseligen Augenlochdingern. Oh, schau. Noch mehr Follower. Screwball. Das ist in den Feed. TLDR. Ich heiße das offiziell nicht gut. Dann sag, sie sollen aufhören. Ich brech dir deine Turmknochen. Die haben sie doch alle nicht alle. Ich gehöre niemandem außer mir selbst. Und jetzt halt die Klappe. Oh, es wird immer mehr. Ist ja toll. Sensationell. Was tut man nicht alles für ein paar Klicks? Mach ich jetzt künftig auch. Ich inszeniere einfach irgendwelche Entführungen und so weiter. Wird super. Gibt bestimmt einen ganzen Haufen. Oh, gibt bestimmt einen ganzen Haufen Klicks. Oh. Hab ihn elektrisiert. Ich habe einfach eine elektrisierende Wirkung auf Leute. So, hier. Rest Müll. Au, 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 au. Ist übrigens geil, wenn du ausweichst und es geht nicht. Ich will... Oh, komm schon, das gibt... Das gibt es nicht. Was soll denn das, wenn du ausweichst und es geht nicht? Also bei diesen Großen, weißt du, du weichst aus und trotzdem trifft er dich dann. Das ist so bescheuert einfach. TLDR. Ich halte das offiziell nicht gut. Dann sag, sie sollen aufhören. So. Mann. Ich mir auch. So, komm her. Ja.
So. Haben wir es jetzt bald, ja? Ach nee, das ist immer noch alles getötet. Oh. Polizei ist auch schon da. Schön. LOL. Was wird mir denn zur Last gelegt? Ich habe gar nichts getan. Das waren alles meine Fans. Da hat sie recht. Wird schwierig, sie dran zu kriegen. Auch als Spinne fange ich langsam an, das Netz zu hassen. Haha. LOL. Klar. Natürlich stellt sich jeder auch hin und sagt dann so, wenn er verhaftet wird, LOL. Macht jeder. So, haben wir die Nebenquest auch gelöst. Sehr schön. So, dann brauchen wir noch Täubchen. Die da oben haben. Es dürfen noch zwei Tauben jetzt sein, ne? Dauert offensichtlich gerade noch, bis er lädt. Hier ist eine Taube. So. So, na, in Amerika weiß man das nicht. Ja, das ist auch wieder wahr. Das lief nicht so gut. Läuft halt stellenweise so semi-gut mit dem Springen. Manchmal läuft super, manchmal läuft es mega schlecht. So. Nein, ich bin dran. Nein, danke. Ich will euch noch weiter vermöbeln, weil ich muss hier die Unfallopfer retten. So. Da sind Leute im Auto. Sie stecken wegen Trümmern fest. Ja, bin ich dabei. So. So. Wo ist der andere? Ach, hier. Ich glaube, die... Keine Panik. Ich bin hier. So. Das war alle. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Die Tür auf die Passanten schmeißen ist ganz, ganz wichtig. Das gibt Bonuspunkte, wenn man da einen Zivilisten trifft mit so einer Tür. Zum Glück haben die sich geduckt gehabt. Manchmal ist er schon ein bisschen rücksichtslos, der Spider-Man. Das muss man schon mal fairerweise wirklich sagen. Also, ne, das ist, kann ich nicht gut heißen, wenn man mit Türen nach Passanten wirft. So. Klack. Okay, wa. Okay, wa. Und fupp. So. Oh, schön. Da ist eine Taube. Im Stream hat sich gerade die... Vögelchen. Im Stream hat sich gerade die Elgato verabschiedet. Das heißt, der Stream sieht gerade ein schwarzes Bild mit No Signal, glaube ich. Das finde ich ganz gut. Das hatten wir auch noch nie. Ich fix das gleich. Ich muss nur die Taube einsammeln. Dann fixen wir das. Halt. Beziehungsweise, ich habe keine Ahnung, wie ich das fixen soll, ehrlich gesagt. Halt, komm her. Hab ich dich. So. Ja, das Stream hat kein Bild. Warum gibt's mit Stream kein Bild? Nett. Ja, ist wirklich nett. Erhebt sich das jetzt von selber wieder oder nicht? Vorhin hat es mal kurz von selber behoben wieder, glaube ich.
Ich glaube, das behebt sich nicht gerade. Also ihr auf YouTube dürftet alles sehen gerade. Das sollte kein Problem sein. Bloß das streamen sie gerade nichts. Das finde ich gut. So. 2 Sekunden. Ich muss mal hier irgendwo mich gerade mal hinstellen. So, Sekunde mal. Alle Einheiten, Entführung gemeldet. Bitte nach Sycamore. Over. Kriegen wir das jetzt wieder hin oder nicht? Ich weiß es nicht, ob das... Ich glaube, wir kriegen das nicht mehr hin, ne? Ich glaube, das mag mich gerade nicht. Das ist sehr gut. Das Tolle ist, ihr auf YouTube, ihr seht alles, weil hier lokal läuft alles ohne Probleme. In Klammern hoffe ich. Aber es gibt kein Bild im Stream. Aber ich weiß nicht warum. Finde ich gut. 2 Sekunden. 10:34, Dämonen haben das Feuer auf Polizisten eröffnet. Haben eine Meldung aus Lennox Hill. In den Nachrichten wieder ein Kampf zwischen Spider-Man und den Maskenträgern, bei dem New Yorker bedroht wurden. Unser nächster Anrufer ist aus der Gegend. Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Also, das ist alles in einer Werft passiert, die seit Jahren geschlossen ist. Da waren keine Unschuldigen in Gefahr. Oh, ist das Ihre Expertenmeinung? Nun, hören Sie mal zu, was mir meine Quellen aus meiner preisgekrönten Journalistenkarriere sagen. Hinter dieser Werft steckte Wilson Fisk. Er hat über sie Waffen geschmuggelt. Granaten! Militärausrüstung! Oh, das erklärt so einiges. Ah, die Wahrheitsbombe geht hoch, aber ich habe noch 50 Megatonnen an Fakten. Während Spider-Man medienwirksam einen Laster verfolgte, entkam ein anderes Fahrzeug mit einer Ladung tödlicher, illegaler Waffen. Fisk hatte seine Fehler, aber in seiner Stadt hätte er die niemals zugelassen. Doch diese Dämonen, entweder sind die ein fanatischer Kult oder es ist ihnen einfach egal. Hat jetzt jemand das Gefühl, in Gefahr zu sein? Ja. Keine Ahnung, was er gerade gesagt hat, weil das Spiel gerade weiterläuft. So, das Problem ist, ich kriege kein Signal hin. Also das Tolle, die YouTube-Aufnahme läuft alles ohne Probleme weiter, weil hier lokal geht alles, aber ich kriege kein Bild auf den Streaming-Rechner mehr. Das heißt, der Stream ist gerade, da steht gerade ganz toll, no signal. Warum auch immer. Das heißt, an der Stelle ist dann mal der Cut, ich muss den Stream beenden und mal gucken, wenn ich es hinkriege, dann läuft der Stream gleich weiter. Also ich starte den Stream dann neu, je nachdem, ob ich es hinkriege oder nicht. Und wenn nicht, dann müssen wir den Stream leider wann anders wieder machen, weil, ja, das ist toll. Finde ich gut, stehe ich drauf. Okay, für YouTube ist dann hier mal kurz der Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder. Also in der nächsten Aufnahme, hoffentlich. Bis gleich oder bis dann. Tschüss und danke fürs Zuschauen. Ach ja, das geht ja auch nicht. Das ist ja toll. Stimmt, das funktioniert ja auch nicht hier, weil... Der Hintergrund kommt ja von dem Rechner hier unten. Das ist sehr schön. Ja, also, ich finde das gut, muss ich sagen.
warum haben wir kein Bild? Ich habe auch die, ein Hoch auf die Technik. Ja, sowas von. Vor allem das Geile ist, ich habe, was macht der denn hier? Aha. Das ist sehr gut, weil die Elgato wird auch gar nicht mehr als dritter Monitor erkannt. Als vierter Monitor erkannt. Das ist ganz gut. Ich habe keine Ahnung, warum. Have you tried turning it off and on again? Ich habe das Kabel schon rausgezogen, das hilft dann normalerweise, aber aus irgendeinem Grund mag die Elgato gerade nicht mehr. Ich glaube, ich muss den Streaming-Rechner dafür neu starten. RIP Elgato. Ja, ich glaube auch, die Elgato hat sich verabschiedet. Das ist sehr gut. Das Tolle ist, das ist immer dann das Lustige bei sowas, auf YouTube, wenn ich dann den Stream hochlade, sieht alles total normal aus, ohne Probleme, bloß dann im eigentlichen Live-Betrieb läuft es dann nicht. Zum Glück läuft das die Mikrofontonspur über ein extra Audiokabel. Gut, drum seht ihr mich auch bildmäßig noch und alles, weil das läuft direkt auf dem Streaming-Rechner. Die Tonübertragung vom Mikrofon läuft über ein separates Audiokabel und Game Sound übers HDMI-Kabel. So, ja, muss ich mir mal angucken. Dann würde ich sagen, ich beende den Stream. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder und ja, dann hoffentlich bis gleich. Ansonsten werde ich ganz kurz, also ich werde in den Chat dann schreiben, ob es weitergeht mit dem Stream. Ich weiß noch nicht, ob ich es gefixt kriege. Ich hoffe es sehr. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao. Ich hasse Technik.